Einen recht schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer Sendung Kinder, wie die Zeit vergeht. Die Welt ist Klang, sagt der Philosoph und Jazzpapst Joachim Ernst Behrendt. Wir reden zu viel, wir hören zu wenig hin. Wir sollten die Töne ernst nehmen und der Seele geben, was sie braucht, nämlich Musik. Und darum geht es heute hier bei uns. Und deshalb haben wir auch zwei sehr prominente Gäste eingeladen, die uns erlauben, sie nach ihrem Leben zu fragen. Uns interessiert die Gleichzeitigkeit von historischen Ereignissen und privatem Erleben. Das wird so etwas wie ein Mittelding zwischen einem Geschichts- und einem Tagebuch. Tja, und für die geschichtlich interessierten Zuschauer haben wir natürlich wieder eine Zuschauerfrage vorbereitet. Gesucht wird ein ganz bestimmtes Jahr, aber davon später. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, unsere beiden prominenten Gäste sind, hier ist die erste Kurzbiografie. Geboren in Berlin 1942. Sie ist eines von vier Kindern. Schon früh gehören Musik hören und Musik machen zum Selbstverständlichen. Der Vater, der Musikwissenschaftler Hans Joachim Moser, ist Spezialist für Kirchenmusik. Die Mutter besorgt das praktisch Existenzielle. Mit 18 beginnt sie eine Schauspielausbildung. Ihre große Stimmbegabung fällt auf. Eine der ersten Rollen, Frau Luna. Operettenlehrjahre in der Provinz. Henze holt sie nach London, Karajan nach Bayreuth und Salzburg. Sie wird Mitglied der Metropolitan Opera in New York. Sie hat inzwischen ein Repertoire, das alles aufweist. Oratorium, Koloratur, experimentelle Musik, Lieder. Sie wird zur Professorin ernannt. Ein intensives und unruhiges Leben gleichermaßen. Edda Moser, Primadonna der Moderne. Primadonna der Moderne. Edda Moser, ich begrüße Sie herzlich in Ihrer Heimatstadt. Berlin, kommen Sie zu mir. Einen recht schönen guten Tag. Ich begrüße Sie. Schön, dass Sie da sind. Bitte nehmen Sie Platz. Ja, wer ist denn eigentlich unser nächster Gast? Hm? Bitte. Justus, der Gerechte, das Glückskind. 1944 geboren im schlesischen Hohensalza, nach der Flucht in Schleswig-Holstein geblieben. In der großen Familie ist Justus der Jüngste. Eine behütete und eigenständige landadelige Kindheit ohne Vater. Der Vater, Oberstaatsanwalt, ist 1943 in einer sogenannten Bewährungskompanie zu Tode gebracht worden. Die Entscheidung für die Musik als Beruf fällt spät. Seine musikalische Entwicklung ist entscheidend geprägt von der Begegnung mit Christoph Eschenbach. Er macht als Konzertpianist internationale Karriere, wird Hochschullehrer und fügt mit dem Schleswig-Holstein-Festival einen neuerlichen Erfolg hinzu. Der Freund und Förderer Leonard Bernstein ist ihm ebenso privat verbunden wie die immer noch große Schleswig-Holsteiner Familie. Justus Franz, Pianist, Musikmanager und Intendant des Schleswig-Holstein-Musikfestivals. Tja, und hier ist er bei uns. Herzlich willkommen. Kommen Sie zu mir. Ja. Justus, der Gerechte, wurde eben gesagt. Ich grüße Sie herzlich. Bitte nehmen Sie Platz. Jauchzet, frohlocket auf Preise die Tage. Jauchzet. Endlich haben wir mal ein paar Musiker zu Gast. Ich freue mich sehr. Kennen Sie sich eigentlich beide? Ja, schon seit langer Zeit, ja. Edda, nicht? Ja. Können wir das sagen? Sehr lange. Haben Sie eigentlich? Ich bedanke mich nochmals für Ihren Besuch im Studio. Ich bedanke mich bei unseren Schauspielern Thomas Astern, Ingolf Gorges und Wolfgang Unterzauber. Ja, meine Damen und Herren, das war's wieder mal. Unsere Sendung Kinder, wie die Zeit vergeht, heute mit Edda Moser und Justus Franz. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Und wenn Sie wollen, sehen wir uns wieder. Also dann, tschüss und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Die Anschrift für die Lösung der Publikumsfrage lautet: Senderfreies Berlin, Stichwort Kinder wie die Zeit vergeht, Postfach 1900 in 1000 Berlin 555. Senderfreies Berlin, Stichwort Kinder wie die Zeit vergeht, Postfach 1900 in 1000 Berlin 555. Der Einsendeschluss ist der 4. September. Die richtige Lösung und die nächste Folge ist für Freitag, den 11. September, vorgesehen. Zu Gast werden dann Henry Nannen und Hilmar Pabel sein.